Hallo und willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video erzählen wir Ihnen von der Besetzung der TV-Serie Walker, Texas Ranger, 1993 bis 2001, damals und heute im Jahr 2024. Fangen wir an. Nummer 1, Chuck Norris, geboren am 10. März 1940, spielt seit 1993, als er 53 Jahre alt war, die Hauptrolle als Cordell Court Walker im Film Walker, Texas Ranger. Die Serie lief von 1993 bis 2001 und entwickelte sich zu einer der beliebtesten Actionserien im amerikanischen Fernsehen. Chuck Norris' Charakter, Cordell Walker, ist ein texanischer Sheriff, Texas Ranger, mit überlegenen Kampfkunstfähigkeiten und ausgeprägter Integrität, der stets Verbrechen bekämpft und die Gerechtigkeit schützt. Cordell Walker ist nicht nur ein guter Gesetzeshüter, sondern trägt auch die traditionellen Werte Ehre, Ehrlichkeit und Standhaftigkeit in sich. Mit seinen Kampfkunstfähigkeiten und seinem charakteristischen Actionstil verlieh Chuck Norris dieser Figur Stärke und Weisheit. Diese Rolle ist im Laufe seiner Karriere zu einem Symbol geworden, das mit dem Namen Chuck Norris verbunden ist. Derzeit, im Jahr 2024, ist Chuck Norris 84 Jahre alt. Aber seine Rolle in Walker, Texas Ranger, hinterlässt immer noch einen tiefen Eindruck in den Herzen der Zuschauer. Mit dem Charisma der Figur Cordell Walker trug Chuck Norris maßgeblich zum Erfolg des Films bei und festigte gleichzeitig seinen Ruf als einer der Top-Action-Stars Hollywoods. Nummer 2. Clarence Gilliard Jr., geboren am 24. Dezember 1955, spielt seit 1993, als er 38 Jahre alt war, James Jimmy Trivet in Walker, Texas Ranger. Die Figur Trivet ist die vertrauenswürdige und intelligente Partnerin von Cordell Walker, gespielt von Chuck Norris. Trivet, eine ehemalige NFL-Footballspielerin, bringt eine Kombination aus starker Körperlichkeit und scharfem strategischem Denken mit. Im Film ist er oft dafür verantwortlich, Beweise zu sammeln und Technologie zur Unterstützung bei Ermittlungen einzusetzen, was einen interessanten Kontrast zu Walker schafft, der Probleme gerne mit Kraft und Kampfkunst angeht. Die Rolle von Clarence Gilliard Jr. ist ein wichtiger Faktor, der zum Erfolg von Walker, Texas Ranger, beiträgt. Der Charakter von Trivet wird als loyal und humorvoll dargestellt und bringt stets eine realistische Perspektive sowie Momente unterhaltsamer Interaktionen mit Walker mit. Ihre Teambeziehung trug dazu bei, den Film ansprechender zu machen und eine Balance zwischen Action und Emotion zu schaffen. Ist nicht nur für diese Rolle berühmt, sondern auch ein talentierter Schauspieler, der in vielen anderen Filmen und Serien mitgewirkt hat, darunter Stirb langsam und Top Gun. Leider hat Clarence Gilliard Jr. verstarb am 28. November 2022 im Alter von 66 Jahren und hinterließ ein denkwürdiges Erbe in der Unterhaltungsbranche. Seine Rolle als James Jimmy Trivet in Walker, Texas Ranger ist immer noch beliebt und wird als wichtiger Teil seiner Karriere in Erinnerung gehalten. Nummer 3. Shirai J. Wilson wurde am 12. Dezember 1958 geboren und spielt seit 1993, als sie 35 Jahre alt war, Alex Cahill in Walker, Texas Ranger. Im Film ist Alex Cahill ein starker und intelligenter Staatsanwalt, der stets für Gerechtigkeit kämpft. Sie ist nicht nur Partnerin in den Fällen von Cordell Walker, Chuck Norris, sondern auch seine Lebenspartnerin. Die Beziehung zwischen Alex und Walker hat sich von einer Kollegin zu einer tiefen Liebe entwickelt und verleiht diesem Actionfilm Romantik. Shirai J. Wilson porträtierte erfolgreich den mutigen, belastbaren Alex Cahill, aber auch voller Emotionen und Mitgefühl. Ihre Figur steht Walker immer zur Seite und hilft ihm bei seinen Ermittlungen und Rechtsstreitigkeiten zum Schutz unschuldiger Menschen. Ihre Rolle trug dazu bei, die Stärke und Unabhängigkeit von Frauen hervorzuheben und gleichzeitig ihre Liebe und Hingabe an Walker zu demonstrieren. Bevor Shirai J. Wilson zu Walker, Texas Ranger kam, war sie berühmt für ihre Rolle als April Stevens in Dallas. Es war jedoch die Rolle von Alex Cahill, die beim Publikum wirklich einen tiefen Eindruck hinterließ. Im Jahr 2024, im Alter von 66 Jahren, wird Shirai J. Wilson von den Fans immer noch als die mutige und belastbare Frau
in Walker, Texas Ranger, geliebt und in Erinnerung behalten. Ihre Rolle wurde in dieser Serie, die von 1993 bis 2001 lief, zum Symbol für Gerechtigkeit und Standhaftigkeit. Nummer 4. Floyd Westerman, geboren am 17. August 1936, spielte 1993 im Alter von 57 Jahren Onkel Ray Firewalker in Walker, Texas Ranger. Im Film ist Onkel Ray der Onkel von Cordell Walker, Chuck Norris, der dem Stamm der amerikanischen Ureinwohner angehört und für Walker eine wichtige Rolle bei der Weitergabe der Werte, Tradition und kulturellen Weisheit der Ureinwohner spielt. Die Rolle von Onkel Ray stellt eine starke Verbindung zu Walkers Wurzeln dar und betont die Spiritualität und das Erbe der amerikanischen Ureinwohner. Onkel Ray war weise, ruhig und hatte eine starke spirituelle Präsenz. Er gibt Walker regelmäßig aufschlussreiche Ratschläge, die ihm nicht nur bei der Bewältigung schwieriger Situationen helfen, sondern ihm auch helfen, sich mit seinen kulturellen Wurzeln zu verbinden. Dank der tiefen Beziehung zwischen ihm und Onkel Ray half diese Rolle dem Publikum, die menschliche und spirituelle Seite von Walkers Charakter zu erkennen. Floyd Westerman, nicht nur Schauspieler, sondern auch Sänger und indianischer Aktivist, ist berühmt für seinen Kampf für die Rechte und die Anerkennung indigener Völker auf der Welt. Amerikanische soziale Biene. Er brachte viele kulturelle und spirituelle Werte der amerikanischen Ureinwohner in seine Rolle als Onkel Ray ein und schuf eine Figur mit Tiefe und starker Wirkung sowohl auf Walker als auch auf das Publikum. Floyd Westerman verstarb am 13. Dezember 2007 im Alter von 71 Jahren und hinterließ ein Erbe voller Rollen und Aktivitäten zum Schutz der Rechte indigener Völker. Seine Rolle als Onkel Ray in Walker, Texas Ranger, ist eine seiner denkwürdigsten Rollen, die dem Publikum als Symbol für Weisheit, Liebe zur Familie und zum kulturellen Erbe in Erinnerung bleibt. Nummer 5. Nia Peeples, geboren am 10. Dezember 1961, übernahm 1999 im Alter von 38 Jahren die Rolle der Sydney Cook in Walker, Texas Ranger. Die Figur Sydney Cook ist eine talentierte, starke und mutige Polizistin, die die Hauptfiguren bei der Jagd auf gefährliche Kriminelle begleitet. Die Rolle der Sydney Cook tauchte in den späteren Staffeln der Serie auf und eroberte dank ihrer Kampffähigkeit, Intelligenz und Teamarbeit schnell die Herzen des Publikums. Sydney ist eine erfahrene Kämpferin, die oft direkt an gefährlichen Konfrontationen teilnimmt und so zum Erfolg schwieriger Missionen beiträgt. Mit ihren Kampfsportfähigkeiten und ihrem Mut wird sie zu einem wichtigen Mitglied des Teams, insbesondere bei Missionen, die Beweglichkeit und Entschlossenheit erfordern. Die Präsenz von Sydney Cook in der Serie sorgte mit dem Auftritt einer starken und unabhängigen weiblichen Figur für frischen Wind. Nia Peeples erweckte mit ihrer schauspielerischen Erfahrung und ihrem Gesangstalent die Figur der Sydney Cook zum Leben und machte sie zu einem Symbol für Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit im Polizeiteam. Sie spielte eine beeindruckende Rolle, sowohl verführerisch als auch stark, und trug dazu bei, für das Publikum auffällige Actionszenen zu schaffen. Im Jahr 2024 wird Nia Peeples 63 Jahre alt. Und ihre Karriere ist nicht nur mit Walker, Texas Ranger, sondern auch mit vielen anderen verbunden, Filmen und Fernsehsendungen. Nummer 6. Judson Mills, geboren am 10. Mai 1969, spielt seit 1999 Francis Gage in Walker, Texas Ranger, als er 30 Jahre alt war, nicht 24 im Jahr 1993. Die Figur Francis Gage ist ein junger Polizist voller Enthusiasmus und Mut, trat in den letzten Staffeln der Serie dem Team von Cordell Walker bei. Gage war bekannt für seinen starken Teamgeist, sein gutes Handeln und seine Loyalität gegenüber seinen Freunden bei der Polizei. In der Rolle von Gage vermittelt Judson Mills das Bild eines dynamischen jungen Polizisten voller Mut und starkem Kampfwillen. Der Charakter Gage ist nicht nur ein guter Kampfsportler, sondern auch wendig und intuitiv, immer bereit, Kriminellen in gefährlichen Situationen entgegenzutreten. Seine Interaktion mit anderen Charakteren, insbesondere mit Sydney Cook, Nia Peeples,
sorgen für viele interessante Höhepunkte in den Episoden und tragen dazu bei, die Freundschafts- und Kameradschaftselemente der Serie zu verstärken. Judson Mills brillierte in der Rolle des Gage und vermittelte dem Publikum eine Figur, die sowohl handlungsstark als auch emotional tief ist. Die Kombination aus schauspielerischem Talent und der Fähigkeit, dramatische Action-Szenen darzustellen, half ihm, sich in den Herzen der Fans von Walker, Texas Ranger einen Namen zu machen. Im Jahr 2024 wird Judson Mills 55 Jahre alt. Nachdem er Walker, Texas Ranger abgeschlossen hatte, beteiligte er sich weiterhin an vielen anderen Film- und Fernsehprojekten und entwickelte seine Karriere weiter. Die Rolle von Francis Gage ist eine der herausragendsten Rollen seiner Karriere, verbunden mit dem Image eines mutigen und belastbaren jungen Polizisten. Nummer 7. Luis Guzmán, geboren am 28. August 1956, spielte 1993 im Alter von 36 Jahren die Rolle des Gomez in Walker, Texas Ranger. Guzmáns Rolle in diesem Film ist klein, aber beeindruckend, dank seines einzigartigen Schauspielstils und seiner starken Leinwandpräsenz. Gomez ist eine Nebenfigur in der Serie, aber Luis Guzmán weiß immer, wie er kurze Momente nutzt, um der Figur Tiefe zu verleihen. Luis Guzmán ist für seine Fähigkeit bekannt, unterschiedliche Charaktere zu spielen, oft Rollen mit einzigartigen Persönlichkeiten, die von humorvoll bis ernst reichen. In Walker, Texas Ranger hat seine Figur Gomez einen etwas düsteren Ton, der die Konfrontation mit der Polizei und gefährliche Situationen widerspiegelt. Obwohl Guzmán nicht viel Zeit auf der Leinwand hatte, machte er die Figur des Gomez mit seinem natürlichen Schauspiel und seinem unverwechselbaren Stil dennoch unvergesslich. Im Jahr 2024 wird Luis Guzmán 67 Jahre alt und seine Karriere geht weiterhin gut voran. Er spielte in Hunderten von Filmen und Fernsehsendungen mit und etablierte sich als einer der führenden Charakterdarsteller Hollywoods. Guzmáns Rollen weisen oft eine Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit auf und machen ihn zu einem der beliebtesten Schauspieler auf der Leinwand. Luis Guzmáns Auftritt in Walker, Texas Ranger ist nur ein kleiner Teil seiner großen Karriere, zeigt aber dennoch deutlich sein Talent, Charakteren Leben einzuhauchen, egal wie klein oder groß sie sind. Danke fürs Zuschauen. Bitte liken und teilen Sie das Video und abonnieren Sie unseren Hollywood-Prominente-Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.